So. Lohnt sich's mit der doch mal zu reden? Ich habe Neuigkeiten, Fremde. Wie ich höre, haben die Tenakt-Rebellen die Grenztore im Westen besetzt. Halt dich am besten von ihnen fern, wenn du dorthin gehst. Danke für die Information. Ja, damit haben wir uns einen neuen Rebellen-Außenposten freigeschaltet. Die Otaro haben schon genug zu tun. Vielleicht brauchen sie Hilfe. Fremde. Das trifft sich dann natürlich gut. Okay, die beiden Quests waren noch ziemlich direkt nebeneinander, das ist auch praktisch. Kann ich gerade nochmal gucken, was wollte ich mir denn hier noch kaufen? Irgendwas wollte ich hier noch. Da habe ich das schon dann. Hab ich dann nur irgendwas für Upgrades gekauft, gebraucht? Das Ding hier fliegt. Eine Stolperfalle für Feuer und Strom. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht zu haben. Für alle Fälle. Dein Überleben spezialisiert. Kanisterseilwerfer, Schmiedefeuerstopperfalle, Schockbolzenschießer. Den brauche ich, glaube ich, nicht. Die kann, glaube ich, ganz gut sein. Die Rüstung. Wenn wir die noch ein bisschen upgraden. Die hat nämlich echt gute Verteidigungswerte eigentlich. Die lohnt sich vielleicht auch irgendwann mal noch zu upgraden. Da brauchen wir noch Krallenreiter, Klingenschweife. So. Dann können wir da oben gute und weniger gute Nachrichten verbreiten. Hast du darüber nachgedacht, was wir gesagt haben? Wir alle betrauern Kalais Tod. Aber wir müssen nach vorne schauen. Lüge. Nicht bevor ich von Aloy höre. Ist was möglich. Ihre Tasche. Du hast sie. Bree. Sie ist nicht gestürzt. Das war Mord. Was? Ich bin hoch zum Sporn gegangen. Dort war Kalais und auch die Leiche ihrer Mörderin. Das ist unmöglich. Der Suchtrupp hat dort gesucht. Da war nichts. Die Leichen waren in einer anderen Lichtung. Und dort hat niemand gesucht. Als ein Pirscher sie anfiel, wollte sie gerade Kalais Leiche verstecken. Wer war sie? Ich hoffte, ihr wüsstet das. Das ist ihre Samentasche. Die gehört Leiner. Sie ist Kels Lehrling. Das verstehe ich nicht. Warum tat sie das? Fragen wir doch Kel. Aber sie... Hey, du! Wo ist Kel? Sie ist durchs Osttor gegangen, vor rund einer Stunde. Sie geht nach Hause. Sommerwind. Sie läuft weg von ihr? Aber sie muss vor Gericht. Ich hol sie ein. Wohin muss ich? Da ist eine zerstörte Siedlung an der Südgrenze. Dort wuchs sie einst auf. Wir holen erst noch die Wache und versuchen, dich einzuholen. Wieso stört der Regen? Okay, also es war zumindest schon mal kein kollektiver Entschluss, die zu ermorden. So, und wo ist hier noch die zweite Quest? Das wird die auch noch mit abgeben.
Ich habe Rüstung und Kleidung im Angebot. Da ist Jael. Ich sollte ihr die Samentaschen geben, die ich aus dem Altholz gerettet habe. Aloy, Lao ist dank dir wieder zurück bei uns. Ist es sicher, wieder Jäger loszuschicken? Es wird da draußen nie ganz sicher sein, aber der Kallenschreiter ist tot. Hier, die Samentaschen. Ich sorge dafür, dass ihre Familien sie zur Pflanzung bekommen und zur Erinnerung. Lao und Wen würden dir bestimmt gern selbst danken. Du findest sie im Hain. Es war mir eine Ehre, Aloy. Möge das Land gut zu dir sein. Wenn ich wollte, hätte ich nicht die Kraft, hinter den Brüdern herzurennen. Ich kenne dich nicht. Hier schon wieder so viele Fertigkeitenpunkte. Und neue Gesichtsbemalungen. Ich brauche endlich mal jemanden, der mich auch gesichtsbemalen kann. Schade, dass die Utaru keinen haben. Die haben doch alle Gesichtsbemalungen. Warte mal, ist das nicht die Rüstung, die ich habe? Sieht doch genauso aus. Taro Erntearbeiterin, warte mal, was habt ihr nicht? Taro Flüsterin, okay, das ist eine andere. Und bei der gibt's Leiser Speer plus 2, die brauche ich dann eigentlich schon. Mir mal eine Aufgabe für. Hier irgendwas. Ja, Rauchbombenkapazität kann man gebrauchen. Geld kann man auch immer gebrauchen. Aber so richtig reich sind wir hier nie, irgendwie bis jetzt zumindest. Vielleicht verbessert sich das irgendwann mal noch ein bisschen. Okay. Energetisiere den Speer schneller. Das wäre mir auch ganz lieb. Ansonsten, was haben wir hier so? Ausdauerregeneration 2. Ist nicht schlecht. Stelle Munition an der Werkbank mit weniger Rohstoffen als in der Wildnis her. Ich wusste gar nicht, dass wir an der Werkbank Munition herstellen können. Aber nehme ich. Was haben wir hier? Powerschüsse. Könnte vielleicht ganz gut sein. Wohl, irgendwas wollte ich hier unten. Das hier, glaube ich, wollte ich mir hier unten mal holen. Sieht nämlich auch cool aus. Dann habe ich vielleicht mit mehreren Gegnern gleichzeitig weniger Probleme. Dann kann ich mir noch ein bisschen Unauffälligkeit holen. Kann ich immer gebrauchen. Rüste das mal aus. Dann probiere ich das bei Gelegenheit vielleicht mal aus. Und vielleicht, jetzt wo wir Maschinen überbrücken können, so richtig teilweise, können wir hier auch mal anfangen, ein bisschen Sachen freizuschalten. Gucken mal. So. Wo wohnt jetzt die andere? Da unten. Da waren wir auch noch gar nicht in der Ecke. Sieh mal einer an. Da lohnt sich das doch. Woher nehmen Kinder nur ihre? Wir können uns nicht retten. Wir können unserem Ende nur mit Hürde entkommen. Wie? Oh, und die graben jetzt wieder um und verbreiten keine Fäulnis mehr. Das ist doch schön. Ich meine, die Fäulnis, die schon da ist, die geht jetzt leider erstmal noch nicht weg, aber zumindest machen sie schon mal keine neue dazu. Das ist doch schon mal Fortschritt. Das freut mich, dass die wieder in Frieden ackern können. Ah.
Sonnenstrahlen in dem Spiel sind so schön. Ich muss so schöne Bilder mitmachen. Das muss Sommerwind sein. Aber wo ist Kell? Frage. Oben ist jemand. Ich weiß nicht, ob es Kell ist. Zur Not fragen wir einfach, ob die Person weiß, wo Kell ist. Da ist Kell. Ah. Was hat sie da? Schuldgefühle vielleicht? Jetzt weiß es jeder. Es war nur eine Frage der Zeit, als du die Klippe hoch bist. Du hast dem Mann, dessen Frau du ermordet hast, gesagt, er soll nach vorn schauen. Ich habe doch nie gewollt, dass es so weit kommt. Warum dann? Calais säte die Saat der Zwietracht. Sie wollte, dass die Utaru Rheinklang verlassen. Dass wir unsere Heimat verlassen. Wäre es dazu gekommen, wäre das am Ende zerstörerischer gewesen als jede Krankheit oder Maschine. Du befahlst ihren Tod? Alles hat seine natürliche Ordnung. Wachstum, Verwesung, Tod. Das ist der Lauf der Dinge. Ein Baum packt nicht seine Wurzeln. Also beseitigte ich, was uns bedrohte. Und es tut mir aufrichtig leid. Doch jetzt ist es vorbei. Ich sorge dafür, dass du für das verursachte Leid bezahlst. Zu spät. Du wolltest Calais Meinung unterbinden. Meinst du, es nutzt den Traditionen, wenn die Leute davon hören, was du getan hast? Nein. Und du bist weg und kannst nichts mehr dagegen tun. Nein. Sie musste vor Gericht. Calais verdient Gerechtigkeit. Kell dachte, dass mit Calais ihre Ansichten sterben. Widerleg das. Das wäre Gerechtigkeit für Calais. Es ist nicht viel. Aber bitte nimm das hier. Als Dank. Ich muss mich nicht mehr auf ewig fragen, was wohl mit Calais passiert ist. Wie eine Seuche. Drei unserer Leute sind tot. Und wofür? Ich geb's zu. Ich wollte dich nie unter uns. Aber jetzt sieht es aus, als müsse ich dir danken. Du hast uns die Fäulnis gezeigt, die hier um sich griff. Tut mir leid, dass es so kommen musste. Die Fäulnis ist jetzt weg. Neues kann wachsen. Na, hoffentlich. Ich sorge dafür, dass man sich um Kells Leiche kümmert. Ich pflanze Calais Samen in Rheinklang. Das geht nur dank dir. Okay. Kells Verrat wird ein Schock für viele in Rheinklang sein. Du hast genug für uns getan. Geh mit starken Wurzeln. Ich sorge dafür, dass man sich ohne um Kells Leiche Kerl kümmert. Mit Mord. Warum haben die ein Ausrufezeichen? Ich kann nicht mehr mit ihnen reden weiter, okay. Na gut, wir haben es immerhin aufgeklärt, aber um welchen Preis? Na gut, die Alte hat sich wenigstens selber aufgeräumt, ne? Gut. Hier können wir nicht mehr viel tun. Dann gucken wir mal noch nach Flusslied. Dass wir vielleicht da wenigstens noch Leuten helfen können, bevor sie tot sind. So, dann machen wir mal hier ein bisschen Abkürzung. Zumindest bis hier.
Gut. Ich denke die ganze Zeit, ich höre irgendwelche Maschinen auf mich zukommen, aber ich glaube, es ist tatsächlich der Sturm halt einfach, der immer rumpelt und donnert, so ein bisschen. Denke ich zumindest. Bilde ich mir ein. Die Landschaft ist hier einfach immer so schön. So schön waldig. Das wird sich wahrscheinlich ein bisschen ändern, wenn wir dann mal nach Westen, also noch weiter nach Westen über die Berge, durch die Berge gehen Richtung Tenakt. Hier kann da sieht es dann auf jeden Fall wieder anders aus. Bin ich auch schon gespannt. Haben wir wieder ein bisschen Abwechslung. Ist doch auch mal was. Da haben wir hier noch einen Unterschlupf. Kann man auch nie genug davon haben. Ui, die haben einen großen Baum. Voll schön. Da hat wohl jemand Ärger. Sie haben Tenakt-Rebellen. Weniger schön. Wehrt euch! Lasst sie nicht durch! Vorwärts! Überwältigen wir sie! Okay, das geht. Nicht umzingeln lassen! Zurück! Dass die mich nicht bemerken! Ausfallrolle! Beschütze plus Lee! Okay, ich glaube meine... Spart euch euer Lächeln für zu Hause. Die Tenakt verstehen nur Stärke. Und die haben wir wirklich nicht gezeigt. Sie werden wiederkommen. Du hast diesen Kampf für uns gewonnen. Auf ein Wort. Ich will, dass alle den Pass verteidigen! Schrei mich nicht so an. Lass mich schnell mal lupen. Frisch wie der Frühling? Das sind Kinder, die mit Stöcken spielen. Es ist schwer, sie am Leben zu halten. Und es wird nicht leichter werden. Bisher haben die Rebellen nur Späher geschickt. Aber sie werden schon bald einen richtigen Angriff starten. Und wenn sie Maschinen mitbringen, dann werden wir mehr als nur eifrige Herzen brauchen. Du kennst dich wohl gut aus mit Tenakt-Taktiken. Als die Tenakt die Katscha-Räuber zurückschlugen, kämpfte ich an ihrer Seite. Die Tenakt lehrten dich zu kämpfen? Mehr als das. Sie lehrten mich, mit Metall zu arbeiten. Ich bin wohl der einzige Utaru, der das kann. Hätte nie gedacht, dass ich dieses Wissen mal gegen sie verwenden würde. Hier können wir frei reden. Dann lass mich doch. Und? Wie ist der Plan? Der Plan ist, dass ich neue Waffen für meine Leute bauen sollte. Mein bester Kletterer, Vos, sollte Material vom Trommelwurz holen. Dort oben sind Breitschlunde, die ihre Metallschoten säen. Aber seit der Störung sind sie so gefährlich wie die Kletterpartie da hoch. Vos ist noch nicht zurück. Wir müssen uns verschanzen. Und uns läuft die Zeit davon. Wenn die Retterin von Meridian uns noch eine Weile helfen würde. Du könntest uns besorgen, was wir brauchen. Du weißt, wer ich bin. Rotes Haar, Bogen, kämpft besser als 10 Krieger zusammen. Man kennt dich. Und man weiß von deiner Meinungsverschiedenheit mit dem Chor. Ich weiß, was dieser Ort deinem Volk bedeutet. Aber die sind mehr und besser bewaffnet. Ihr könntet gehen, dann werdet ihr sicher.
Kennst du diese Blumen, die so klein und weiß sind? Wenn sie fallen, sehen sie aus wie Schnee im Frühling. Meine Tochter nannte sie Winterlied. Sie trug ihre Samen bis zum Tag ihres letzten Atemzugs. Jetzt wachsen sie im Wäldchen, im Herzen von Flusslied. Ich habe sie selbst gepflanzt. Ebenso die Samen der Brüder und Schwestern, die in den roten Raubzügen gefallen sind. Wir. Ich. Lasse sie nicht zurück. Mein Beileid zu deiner Tochter. Die Raubzüge nahmen sie. Ich fand Frieden mit jedem Kaja, der von meinem Speer fiel. Alles, was ich jetzt noch von ihr habe, wächst hier im Wäldchen. Mich vertreibt kein Tenakt. Tragen alle Utaru Samen bei sich? Wir bekommen sie kurz nach unserer Geburt. Nach unserem Tod werden sie begraben. Denn unser Tod bringt neues Leben hervor. So bleiben wir in Einklang mit dem Rhythmus der Welt. Kennst du so? Ich kannte die Kriegerin, die unsere Besten gegen die Kaja führte. Aber die so, die wieder zurückkam, denkt zu sehr nach über Dinge, die getan werden mussten. Ich halte nichts von Reue. Warum ist der Pfad hoch zum Trommelwurz so gefährlich? Diese Höhle versunkener Gänge und Abgründe können nur die Besten durchqueren. Er dient meinem Volk als sichere Zuflucht. Aber seit der Störung streifen Maschinen in den tiefsten Gängen umher. Aber dennoch leben Flusslied und der Hain von seinem Wasser. Wir sind mit ihm so sehr verbunden wie mit den Samen, die hinter dir wachsen. Was genau ist deine Aufgabe hier? Ich bin der Metallweber von Flusslied. Aber du musst eigentlich nur wissen, dass ich mein Volk am Leben halten will. Dank dir könnten wir eine Chance haben. Erzähl mir mehr von den Metallschoten. Sie sind schwer einzusammeln. Die Breitschlunde sehen sie. Man muss schnell sein und sie sammeln, bevor Erde und Wasser sie aufnehmen. Aber ihr Metall gehört zu den robustesten überhaupt. Ohne die Schoten ist unsere Chance zu überleben sehr gering. Wenn ihr partout nicht weg wollt von hier, dann werden wir wohl Waffen bauen. Ich danke dir. Dann mal ran ans Werk. Folge mir. Hier lang. Gleich, ich speichere noch schnell. So, jetzt. Mit diesen Schoten und viel Glück könnten wir am Ende vielleicht überleben. Hoffen wir, dass diese Sprosse es mit einem Maschinentrupp aufnehmen können. Ich kann nicht überall sein und meine Gelenke sind auch nicht mehr die jüngsten. Sie haben sich wohl genau wie du entschieden, hier zu bleiben. Das wird auf jeden Fall der Kampf ihres Lebens. Fast geschafft. So können wir diejenigen verstecken, die nicht kämpfen können. Wenn wir fallen, werden die Tenakt sie früher oder später finden. Wir sind da. Hier ist es. Hast du vielleicht noch Fragen? Nö, anscheinend nicht. Ich bin bereit. Viel Glück. Komm zur Schmiede, wenn du fertig bist. Jo, mach ich. Hi, Kiddies. Ich mach das hier alles. Hallo. Habt ihr hier zufällig irgendwo Grünglanz? Nee. Ich sollte mir dann mal meinen Weg nach oben suchen. Schon dabei. Mit Breitschlünden kennen wir uns ja inzwischen aus. Dürften eigentlich kein allzu großes Problem mehr darstellen. Sage ich jetzt mal noch so. Der Schildflügel hält. Ich muss irgendwie da hoch. Schön hier. Vorratslager,
Vorratslager, okay. Hier geblieben. Okay. Von hier aus geht's. Da oben geht's irgendwie lang, aber wie komme ich da hoch? Da drüben vielleicht irgendwo. Nee. Da vielleicht. Das sieht doch ein bisschen zugänglicher aus. Das ist wieder so ein Ding, wo ich nicht durchkomme. Ich komme wirklich nicht durch. Es gibt wohl keinen einfachen Kletterweg nach oben in die Höhle. Aber wenn es hier Tunnel gibt, könnten unter Wasser auch welche sein. Vielleicht führen die zu einem Weg in diese Höhlen da hoch. Dann müssen wir wohl tauchen. Ich frage mich, wann wir mal ein Upgrade fürs Tauchen kriegen. Es sind ja einige Sachen unter Wasser, die wir nicht machen können. Das ist dann wohl Vaus. Diese Wunden stammen von Maschinen. Ich sollte die Samentasche zu Q bringen. Sie bedeutet den Utaru wohl viel. Wenn ich darauf schieße, verbirgt mich eine Spur. Gräber. Die haben wohl auch Vaus getötet. Hey. Gut, so viel dazu. Jetzt irgendwie in die Höhlen hinauf. Da finden wir schon den Weg. Also, wo geht's hier hoch? Da. Da. Das ist wahrscheinlich egal, welche Richtung ich hier weitergehe. Führt, glaube ich, beides zum selben Ziel. Ja, okay. Ich hoffe, es gibt irgendwo einen Hinterausgang, weil ich glaube, rückwärts wieder zurück komme ich nicht. Da ist der Grünglanz. Immerhin kriegen wir den, aber da könnten wir uns sonst theoretisch eine Abkürzung basteln. Ich frage mich echt, was uns da noch fehlt. Aber es muss ja eigentlich wieder ein Hauptquest-Item sein. Nehme ich mal an. So, die Kiste da drüben lasse ich natürlich nicht liegen. Außerdem müssen wir, glaube ich, darüber. Oder? Oder nicht? Oder auch nicht. Okay. Doch, hier geht's weiter. Fallen mit Warum habe ich mich da jetzt nicht festgehalten?
Immerhin habe ich mir die Leiter hier runtergelassen. Das ist ja schon mal was. Gut, weil von hier kam ich doch jetzt... Doch, da geht was weiter. Na gut, das ist eine Kiste zumindest. Die hätte ich jetzt fast übersehen. Gut, dass ich runtergefallen bin. Ich glaube, ultimativ muss ich da hoch. So. Jetzt aber wenigstens... Sich an so nassen Felswänden festhalten zu müssen mit bloßen Fingern, ist bestimmt auch ganz einfach. Bestimmt auch nicht an den Händen weh. So, und jetzt bin ich hier und muss darüber. Das ist ja alles sehr verworren. Gut, dann nehme ich mal an, hier ist eine Kiste. Da geht es nicht weiter, aber immerhin. Ein großzügiges Vorratslager. Wie großzügig. Ah, da geht's weiter. Na, da ist der Sternenhimmel. Ist mir gar nicht aufgefallen vorhin. Fast geschafft. Hey, wir sind oben. Geschafft. Wo sind jetzt diese Breitschlunde? Hier im Wasser irgendwas? Nö. Dann nehme ich mal an, die Breitschlunde sind da drüben. Sind zumindest Wächter. Da hinten ist ein Breitschlund. Da sind sie ja. Diese Schoten, die sie auswerfen, sind wohl die, die Q braucht. Sieht aus, als könnte ich sie einfach aufheben, wenn sie zu Boden gefallen sind. Wenn ich leise genug bin. Komme ich an sie ran, ohne dass die Maschinen mich sehen. Das wäre natürlich ideal. Im noch idealeren Idealfall kann ich den hier noch eben schnell ausschalten. Jetzt wieder auf den anderen Mutstoß wechseln, mit dem ich unsichtbar werde, dann habe ich wahrscheinlich wieder nicht genug Mut, um ihn auch einzusetzen. Dann müsste das so klappen einfach. Sinnlos, hier Säure einzusetzen. Okay, der hat jetzt hier den Toten gesehen, aber ich hoffe mal, er guckt sich einfach nicht so viel um und geht wieder. Mensch, spuckt er dabei Schoten aus. Okay, jetzt geht er seinen Weg, aber irgendwie falsch rum? Nein, doch nicht. Du sollst einfach deinen Weg gehen, ganz normal, wie du es programmiert bist, bitte. Ich will mich nur an dir vorbeischleichen. Hier gibt's nichts zu sehen, mein Herr. Bitte gehen Sie einfach weiter. Jetzt her. Mann!
Jetzt räume ich hier mal noch ein bisschen auf mit den... Oder war das der von hier drüben? Nee, der ist noch da. Okay, jetzt ist der auch schon mal aus dem Weg wenigstens. Jetzt fühlt der hier sich wieder beleidigt. Ja, kann ich den wenigstens looten gehen. Bei dem hier hinten macht er ein bisschen weniger Aufstand vielleicht. Erfrischend, schätze ich. Er hat, glaube ich, eine etwas besser geeignete Laufbahn. Hab sie. Okay, über die muss ich nur drüber laufen, das ist gut. Ich kann jetzt die Gräber überbrücken. Günstig, aber hier sind immerhin noch ein paar von den Hülsen, die kann ich noch mitnehmen. Au. Ich brauche nur die Hülsen. So. Das werden alle Schoten. Dann verschwinde ich mal. Au. Jetzt mal hier den hier mal zum Testen. Ganz gut Schaden gemacht. Das sollte reichen. Dann mal schnell zu Q damit. Sehr gut. So halbwegs gut zumindest. So, kann ich mich hier einfach runterschweben lassen? Ja, schon, ne? Ich mag unseren Gleitschirm. So, ich habe die Hülsen dabei. Ich hab, was du brauchst. Keinen Moment zu früh. Was ist mit Vos? Ich hab seine Tasche wieder. Hoffentlich die letzte, die ich begrabe. Aber jetzt muss ich die Waffen vorbereiten. Hoffentlich wird das reichen. Wird reichen müssen. Okay. Mal kurz ein paar neue Pfeile. Der Kreislauf ruft! Wir werden angegriffen! Wir haben sie! Ich sehe die ein bisschen schwer da hinten, schwarz auf schwarz. Schützt die Samen der Gefallenen! Wir müssen helfen! Das hier ist unser Zuhause!
Den brennenden Händen treffe ich irgendwie nicht. Ja, jetzt. Ich bin noch im Kampf. Ja, ich weiß, es ist mir aufgefallen. Das ist jetzt hier nicht die besonders effektivste Kampfart, aber... Ich bin dran! Halt, Moment, hier kann ich... Wenn ich treffen würde... Wollte ich eigentlich versuchen, die Kanister damit zu treffen. Hallo, Krallenstreiter. Bitte nicht auf die Fremde zielen. So, der ist auch hinüber. Schwein ist noch nicht hinüber, jetzt schon. Ich loote mal gleich noch ein bisschen, nicht dass ich nachher wieder da nicht darf. Au. Ah, nur ein bisschen. Oh, ihr kriegt das schon hin hier, ne? Ja, ja, das ist schon gut. Waren das jetzt nicht schon alle? Kommen da noch mehr? Da ist noch einer. Es ist so finster, ich sehe die nicht. Die Jungen wussten wohl doch, wie man schießt. Diesen Sieg. Schulden wir denn auch dir, Jägerin? Ich habe nicht so viel dazu beigetragen wie du, Q. Nur ein paar Teile gebracht. Aber dennoch sollst du den hier haben. Er hat meinem Volk gedient und wird dir dienen. Ich pass drauf auf. Achte auf dich. Boah, danke schön. Qs Scharfschussbogen. Warte mal, ich loot hier noch ein bisschen oder muss ich gleich mal gucken, was der macht? Sachen für den Vorrat. Stimmt, gute Sachen. Okay, der ist nur grün. Da habe ich dann tatsächlich schon Besseres inzwischen. Aber trotzdem nett von ihm. Habt ihr in eurem Dorf eigentlich auch irgendwie Händler oder sowas? Die erste Blüte des Winterlieds. Ich sehe sie an und spüre die Schwere meiner Jahre von mir abfallen. Sie sind schön. Schön, wie die Jungen für das hier gekämpft haben. Mann, diese Sprosse haben sich ganz gut geschlagen. Stark wie die Wurzeln eines stolzen Baums. Aber sag ihnen das bloß nicht. Es bleibt unter uns. Jetzt sollte ich dafür sorgen, dass unsere siegreichen Krieger sich beim Feiern nicht wehtun. Oh. Wirklich hübsche Blümchen. Aloy! Ich kann's nicht glauben. Ich erwarte einen Kampf und stelle fest, dass du bereits einen beendet hast. Ich war nicht allein. Dein Volk hat Glück, dass Kyrus anführt. Der ist stur wie Unkraut. Dass wir endlich alle wieder in Flusslied sind, darüber freue ich mich. Möge das Land in deinen Schritten erblühen, Aloy. Keine Sorge, das Land in meinem Schritt wird erblüht. Da blüht einiges, nein. Gut, haben wir sonst irgendwen? Wir haben eine Werkbank. Ach, hier ist ein
Waffenhändler zumindest. Wenn du die. Hat aber nichts Vernünftiges da. Die Dinger, ja, die sind teuer wie Sau. Das kann ich mir selber besser jagen, bevor ich das da jetzt hier Geld für ausgebe. Oder noch schlimmer, Grünglanz für ausgebe. Nee, nee, so nicht. So, und hier kann ich irgendwie Munition herstellen, tatsächlich. Mach einfach mal alles. Wenn mir das jetzt hier schon verbilligt wird. Waffen-Upgrades? Irgendwas, was ich auch tatsächlich will? Glaube nicht. Gut, gibt's hier sonst noch was? Nee. Schön, schön. Da waren wir doch sehr fleißig. Ah, da oben haben wir noch... Hier haben wir noch eine Reliktruine und da haben wir noch ein Rebellenlager. Ich kann mal aber noch eben hier das Modul, Drohnenmodul zur Basis bringen. Dann seht ihr hier auch nochmal, wie das aussieht. Ja, ja, ich habe ein neues Modul. Hey. Hallo, langweilst du dich schon? Willkommen zurück. So, das können wir jetzt hier reinploppen. Okay, das Datenmodul ist drin. Und das war das vom Donnerkiefer und das ist jetzt hier das neue. Das können wir jetzt hier aktivieren. Dann dauert das einen Moment. Hervorragende Wahl. Und zack, haben wir hier schöne Aussicht. Dann hat Gaia auch ein bisschen was zu sehen. Dann wird ihr hoffentlich nicht so langweilig. So, gut. Dann, wo geht's hier wieder raus? Da geht's hier wieder raus. So, dann waren wir heute ganz, ganz wahnsinnig fleißig, haben ganz viele tolle Sachen gemacht. Und dann können wir uns nächstes Mal den Rebellenaußenposten lasse ich vielleicht sogar noch ein bisschen liegen. Dann können wir uns tatsächlich nächstes Mal ein bisschen weiter in den Westen begeben. Und hier mal ein bisschen mehr wieder Richtung Main-Sachen machen oder zumindest halt einfach uns hier das neue Gebiet begeben. Vielleicht mal wieder neuen Langhals überbrücken. Wir gucken mal, was uns so einfällt. Neue Maschinen entdecken. Ganz viele tolle neue Sachen. Dann wieder vielen herzlichen Dank fürs Zugucken und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Horizon Forbidden West. Bis dahin, auf Wiedersehen. Tschüss.